Also ehrlich, werd doch mal langsam erwachsen. Werde doch mal Sklave des Systems. Guten Morgen! Unser gesellschaftliches System läuft wie bei einer Uhr, nur dann, wenn es genug Zahnräder gibt, die dies auch am Laufen halten. Und Zahnräder, die haben die Eigenschaft, wenig nachzudenken und wollen einfach nur ihre Aufgabe erfüllen. Wenn die Zahnräder kaputt sind oder nicht mehr funktionieren, dann werden sie weggeschmissen und ersetzt. Genau das passiert auch in jedem anderen System. Wenn Bestandteile eines Systems nicht mehr funktionieren, dann leidet das komplette System. Und eine Uhr, man kann schlecht intervenieren und eingreifen und braucht den Uhrmacher, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Das gesellschaftliche System hingegen ist aber viel, viel größer und hat genug selbsterhaltende Subsysteme kreiert, um den Fortbestand zu gewährleisten. Und darum soll es auch heute gehen. Ihr wisst, ich bin der Meinung, die Gesellschaft, sie muss permanent erneuert werden. Ich nenne dieses die geistige Evolution. Es ist sozusagen die Weiterentwicklung und die Anpassung des Systems. Wenn ich nur fehlende Teile immer wieder ersetze, dann läuft das System. Aber wenn sich die Umwelt ändert, dann veraltet das System und ist irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Und dann braucht es das System nicht mehr. Unser gesellschaftliches System ist vollkommen überholt, meiner Meinung nach, und nicht an die rasanten Entwicklungen im Informationszeitalter angepasst. Aber die schon angesprochenen Subsysteme innerhalb des gesellschaftlichen Systems sorgen für den Erhalt dieses Systems in seiner Form, wie es jetzt ist. Erhalt ist fast immer mit Unbewusstheit assoziiert. Denke nicht, liebes Zahnrad, sondern erfülle deine Aufgaben. Es gibt ganz, ganz klare Zuordnungen, wie etwas zu funktionieren hat in einem System. Und das gilt auch für die Verhaltensweisen, die mit dem Alter assoziiert sind in unserem gesellschaftlichen System. Und diese werden von diesem System auch immer wieder unterstützt und immer wieder getragen. Stell dir mal vor, da sitzt eine 50-jährige Frau in einer Vorlesung. Ganz normalen Vorlesungen BWL. So. Das gesellschaftliche System hat uns geprägt. Wir sagen, was macht denn die da? Ne? Die hat wohl den Anschluss verpasst oder was auch immer. Oder wie, der ist erst 18 Jahre und der will mir erklären, ich stehe mitten im Berufsleben, ich bin Handwerksmeister, wie ich zu denken habe. Der soll erstmal Lebenserfahrung sammeln. Oder fast der ist 60 und hat eine 40 Jahre jüngere Freundin. Boah, das ist schon grenzwertig. Die 25-Jährige hat den 40-Jährigen geduzt. Da ist in der Erziehung doch irgendwas schiefgelaufen. Diese Reihe lässt sich endlos erweitern. Alter wird in unserem System immer mit einem ganz konkreten Verhalten assoziiert, was auch gesellschaftlich erwartet wird. Und das muss es auch, da es sonst kein System gibt, wenn jeder macht, was er will. Aber um das gesellschaftliche System, welches mittlerweile arroganterweise glaubt, die Umwelt zu beherrschen, zu ändern, müssen grundsätzlich neue Strukturen entstehen, um dieses gesellschaftliche System und die Menschheit sozusagen, also gesellschaftliches System und Menschheit ist synonym zu verstehen, das dann eben auch überdauern zu lassen. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wenn wir das nicht tun, die Jagd nach der Roten Königin oder auf die Jagd mit der Roten Königin, das Video findet hier oben, also was die Evolution angeht, der Menschheit. Aber oben in den Infokarten. Und die Zuordnung von Alter zu Verhalten ist eines der Kernpunkte, wo ich glaube, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und bezeichnenderweise hat das gesellschaftliche System für diese Intervenierung und den Versuch, dieses System zu ändern in diesem Punkt, auch schon wieder einen Abwehrmechanismus geschaffen. Daran erkennt man, wie stark gesellschaftliche Systeme sind. Und das nennt sich Midlife Crisis. Wenn sich ein Mensch, der sich nicht mehr altersgerecht verhält, wird er in einem Kasten gepackt. Das kann man natürlich in allen, auch in 20-Jährigen, da nennt man das nicht Midlife Crisis. Da nennt man das als ein bisschen arrogant oder sowas. Aber gerade jetzt und in dem Alter, in dieser Alter komme ich, glaube ich, langsam, wo jetzt Midlife Crisis ist, ne, so Mitte 30, 40, 50, da ist irgendwie Midlife Crisis. Ne. Und da wird man dann halt in so einen Kasten gepackt, egal wie alt man ist, man verhält sich nicht altersgerecht, den man als psychologisch bedenklich oder sagen wir es anders ausgedrückt, den man aus einer erhöhten Position betrachtet. So mit den Worten, ach,
Die Arme, die muss erstmal wieder klar denken. Ne? Und da sind die Frauen wie Männer gleichermaßen betroffen, ne? Wenn man sich nicht altersgerecht verhält. Da wird von oben herab auf die Menschen heraus. Und das ist natürlich, man kriegt das natürlich mit, sehr viele machen das und schon erhält sich das System wieder. Ne? Wer nach unten gedrückt. Bewusstheit bedeutet oft ein Ausbrechen aus einem System. Und wenn ich, oder wenn sie eine 30-Jährige, einen 60-Jährigen als Freund sucht, oder wenn ein 12-Jähriger einen 50-Jährigen duzt oder eine 40-Jährige im Sandkasten spielen, weil die dazu Bock haben, dann hat dieses auf jeden Fall Potenzial. Dann hat das Potenzial zur Änderung. Die Gleichförmigkeit der Wellenbewegung, gesellschaftlicher Schwingung, sie wird durchbrochen. Und das System muss irgendwie reagieren. Und umso mehr Menschen derartiges Verhalten an den Tag legen, umso schwieriger wird es, das System aufrecht zu erhalten. Aber da müssen wir, beziehungsweise da muss ich, der sich entschieden hat, das System sozusagen anzugreifen, auch genau differenzieren zwischen bewusster Umstrukturierung des Geistes der Menschheit aus bestem Wissen und Gewissen und, ich sage mal, Vandalismus an der Gesellschaft. Denn nur anders zu sein, also auszubrechen, um anders zu sein, das ist nicht der richtige Weg. Der Weg muss über das eigene Herz gehen und dann auch bewusst und voller Idealismus. Siehe auch das Video oben in den Infokarten zum Idealismus und warum ich auch dafür sterben würde. Das Alter und das Verhalten bergen meiner Meinung nach ein extrem großes Potenzial dafür, die Gesellschaft an die geänderten Umweltbedingungen anzupassen. Und deswegen auch die Intention, warum ich dieses Video oder dieses Thema für das heutige Video gewählt habe. Ich versuche mich an meinem Herzen zu orientieren und das sind die Dinge wie bedingungslose Liebe, Begeisterung, ne? Dinge die ich pflege, aber Dinge die von der Gesellschaft oft nicht mehr als altersgemäß betrachtet werden, je nachdem wo man sich befindet. Wenn ich vom Supermarkt einen Rad schlage oder mit den Kindern Fange spiele, dann kann ich davon ausgehen, dass spätestens nach 30 Minuten ein besorgter Bürger die Polizei alarmiert hat. Wenn eine 50-Jährige einen 18-Jährigen Freund hat, dann schlägt ihr Unverständnis entgegen. Aber ich finde gerade die Unterschiedlichkeiten im Alter, die finde ich total bereichernd. Sie öffnen neue Horizonte. Gerade in den letzten Monaten, wo ich mich sehr viel mit neuen Menschen treffe, da finde ich vor allem in den Begegnungen mit sehr jungen oder mit sehr alten Menschen besondere Freude. Und das meine ich nicht nur sexuell, weil ich weiß wieder, ne, sehr junge, also gerade beim Mann, sehr junge Menschen sexuell und so weiter, ne, aber auch mit sehr alten. Aber eben nicht nur auf der sexuellen Basis, sondern gerade was eben die Gespräche angeht, der Erfahrungsaustausch, auch die Sicht der Dinge und inwieweit die Sicht der Dinge konform gehen mit ihrem Alter. Und wenn sie nicht konform gehen, wie diese Menschen damit umgehen, mit ihrer Nichtkonformität. Und das ist halt extrem bereichernd. Ich kann nur animieren, diese Ketten der Zuordnung Alter zu einem Verhalten zu lösen. Denn wenn ihr das schafft und wirklich eurem Herzen folgt, dann habt ihr eine der ganz großen Fußfesseln der Gesellschaft abgelegt. Und wenn eurem Beispiel auch wieder andere folgen, die euch beobachten, mit denen ihr euch unterhaltet, dann wird das gesellschaftliche System die Dominanz des Alters in der Zuordnung zu einem Verhalten verlieren und das System wird viel, viel dynamischer. Ja, und das ist eigentlich so das, was ich heute so ein bisschen rüberbringen wollte. Und dann ist es vielleicht irgendwann möglich, dass ein 20-jähriger Bundeskanzler werden kann und sich 380-Jährige draußen beim Buddeln im Sand amüsieren können, ohne dass die Leute denken, die sind irgendwie dement. Verhaltet euch eurem Herzen entsprechend und nicht dem Alter. Alles Liebe, Euer Christian.